Hallo an alle Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Also wir haben die Themen Thrombose, Thromboseprophylaxe und Kompressionstherapie durchgenommen. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema, wie zieht man Kompressionsstrümpfe an, befassen, wollen wir uns noch ganz kurz mit den Strümpfen selbst befassen und erklären, was für Unterschiede es dabei gibt. Als allererstes, wir haben zwei Typen von Kompressionsstrümpfen. Wir haben die MTS und wir haben die MKS. Damit es zu keiner Verwechslung kommt, erklären wir erstmal, was sind die MTS-Strümpfe. MTS sind medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe. Das heißt, es sind Strümpfe mit einer Kompressionsklasse 1. Die MTS haben eine prophylaktische Wirkung. Sie dienen zur Kompression der oberflächlichen Venen. Sie steigern aber auch die Strömgeschwindigkeit des Blutes in den tieferen Gefäßen. Sie sind nur im Liegen wirksam, denn wenn sich der Betroffene bewegt, bezwingt er den Rückfluss mit der Muskelpumpe. Also quasi sind die MTS-Strümpfe da komplett unwirksam. Jetzt kommen wir zu den MKS, also den medizinischen Kompressionsstrümpfen. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe werden auch ATS genannt, Antithrombosestrümpfe. Sie sind therapeutisch, also haben eine therapeutische Wirkung und werden nur mit einer ärztlichen Verordnung angewendet. Das heißt, der Druck ist viel stärker als bei den MTS-Strümpfen, so dass sie auch beim Gehen eine Auswirkung haben. Die MKS werden nur bei mobilen Personen angezogen. Also sie sind komplett unwirksam und sehr kontraproduktiv, wenn sie bei Personen, die bettlägerig sind, angewendet werden. Zum Schluss wollen wir noch mal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Kompressionsklassen bedeutet. Also wir haben die Kompressionsklasse 1. Das heißt, der Druck bei diesen Strümpfen ist zwischen 18 und 21 mmHg. Sie werden angewendet bei Varikosis ohne Ödeme. Die Klasse 2 hat einen Druck von 23 bis 32 mmHg und wird angewendet bei Varikosis mit Schwellungen und eventuell nach einer OP. Die Klasse 3 hat einen Druck von 36 bis 46 mmHg und wird angewendet bei schwerer Varikosis und bei leichten Lymphödemen. Zuletzt haben wir die Klasse 4. Die hat einen Druck von über 46 mmHg und wird angewendet bei Lymphödemen und bei Elephantiasis. Das ist eine Krankheit, bei der es zu extremen Schwellungen der Extremitäten kommen kann. Nun, das ist alles, was wir vorbereitet haben. Wenn euch das Video gefällt, dann bitte unter dem Video das Like-Button drücken, denn auf diese Art und Weise unterstützt ihr den Pflegekanal. Unten in den Kommentaren könnt ihr reinschreiben, was ihr von den Videos denkt und was ihr eventuell erwartet. Wenn euch das Video gefällt und ihr es nutzbar findet, dann teilt es auch bitte weiter auf Facebook oder Instagram, damit auch andere, die in der Pflege tätig sind oder an der Pflege Interesse haben, davon Nutzen haben. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann bitte abonniert unseren Kanal. Und ich wünsche noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.